pride. Stolz. Only pride can now stop you from entry. Nur Stolz kann dich jetzt aufhalten vom Eintreten. Make no mistake, don't try. Mache keinen Fehler, versuche es nicht. He would bar you from entry. Er wird dich daran hindern, einzutreten. I have seen the church enter. Ich habe die Gemeinde eintreten sehen. You have everything now. The instruction is in your lips. Ihr habt jetzt alles. Die Anweisungen sind auf euren Lippen. The instruction is in your heart. Die Anweisung ist in deinem Herzen. It's written on your forefaces. Es ist auf euren Vorderseiten geschrieben. It's on the wrist of your hands. Es ist an euren Armgelenken. You have the instruction of the coming of the Messiah. Ihr habt die Anweisung über das Kommen des Messias. Pride. Stolz. The pastors, pride. Die Pastoren, Stolz. Keep it away from me. Haltet es von euch fern. The bishops, pride. Die Bischöfe, Stolz. Keep it away from you. Haltet es von euch fern. If you keep away the pride, wenn ihr den Stolz fernhaltet, you consolidate the gains, festigt ihr die Erträge. And then you enter the glorious kingdom of God. Und dann tretet ihr in das glorreiche Königreich Gottes ein. You become the number that I saw entering. Ihr werdet zu der Anzahl gehören, die ich gesehen habe, die eintretet. You can even become a majority of that number. Ihr könnt sogar die Mehrheit von dieser Anzahl werden. And for the other nations tuned in. Und für die anderen Nationen, die eingeschaltet sind. The Lord loves you. The message has reached you tonight. Der Herr liebt euch, die Nachricht hat euch heute Abend erreicht. You heard the message. You hear the teachings. Ihr habt die Botschaft gehört. Ihr hört die Lehren. You tune in and you hear the teaching. Ihr schaltet ein und hört die Lehre. The instruction on righteousness. Die Anweisung zur Gerechtigkeit. The instruction on holiness. Die Anweisung zur Heiligung. The instruction on repentance. Die Anweisung zur Buße. And developing the zero tolerance to sin. Und das Entwickeln der Nulltoleranz zur Sünde. This is he about whom the Lord says, I will send my messenger. Dies ist er, über den der Herr sagt, ich werde meinen Botschafter senden. Ahead of you before the day of the Lord. Vor euch, vor dem Tag des Herrn. Shalom.